Ja, Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von Mario und Rabbids Kingdom Battle. Es könnte sein, dass ihr euch wundert, wo ich mich gerade befinde. Ganz simpel erklärt, ich bin im nächsten Kampf. Also ihr wisst, wir haben ja vor dem letzten Kampf aufgehört und ich bin jetzt eben beim letzten Kampf. Das Problem ist, wenn ich zu lange auf die neue Festplatte aufnehme, die ich habe, schaltet sich diese automatisch aus und die Aufnahme geht verloren. Deshalb mache ich das Ganze jetzt über eine andere Dings und ja, jetzt ist der Gegner dran. Also nicht wundern, es tut mir leid, aber ja. Geh weg. Wir haben gewonnen. Genau. Ja, tut mir leid, Fragezeichen. Das Problem ist, die Segate Expansion Drive mag das nicht so ganz. Die hasst es, wenn auf ihr aufgenommen wird. Die hat auch schon bei Pony Island extremst die Probleme gehabt. Naja. Ist jetzt erstmal unwichtig. Wir machen jetzt einfach weiter. Also eben, damit ihr es versteht. Hier sind wir runter. Hier. Dann habe ich hier aufgehört aufzunehmen. Eben jetzt habe ich kurz den Kampf gemacht. Während der Aufnahme. Die Aufnahme ist aber abgestürzt. Und wir gehen jetzt einfach mal weiter. Und sehen, dass sich das Ganze hier mehr verändert. Und wir kriegen eine neue Kiste. Einen 3D-Lava-Grobian. Mag ich nicht so ganz. Ich hab's so. Kann ich das noch? Also, so ist es. Ich kann so. So ist perfekt. Nee. Oh. So, dass man ein bisschen mehr von mir sieht. Aber ich nicht komplett zu sehen bin. Ja, das ist okay. Jetzt gehen wir, so wie es aussieht, in den Mund. Oh. Eines Rabbits hinein. Deutsch. Mann, ich bin gerade voll genervt. Ich finde es richtig doof, dass der die Aufnahmen nicht speichert. Oh. Sporttrottel, eine Tarotkarte. Gleich macht die jetzt erstmal alle weg, die Blöcke. Ich wollte da nicht durch. Achso, da gibt es eine Kiste. Ich wollte da durch, Leute. Ach man. Diese doofe Aufnahme. Echt. Ja, wir haben Musik gefunden. In der Silberkiste gibt es immer Musik. Muss ich, glaube ich, nicht mehr erwähnen. Wer die vorherigen Videos geguckt hat, der weiß das. Schaut sie euch auf jeden Fall gerne an. Und ja. Münzen sammeln hier. Die Blöcke noch kaputt machen. Den auch. Und dann den Red Ring. Oh, oh. Nein, wir werden nicht gelockt mit den Münzen. Erstmal will ich noch den da kaputt hauen. Und den da. Das war eine schlechte Idee. Wo spawnen die Münzen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass da eine spawnt. Super, ich habe eins. Zwei. Okay, doch, die spawnen nach da. Oh Gott. Drei. Vier. Nein, ich sammle die Kiste später ein. Sechs. Und acht. Okay. Safe. Oh, da ist auch schon das nächste Kapitel. Okay. Eine neue Waffe für Rabbitus Ichus. Die rüsten wir gleich mal auf. Keine Ahnung. Rabbit Peach. Ist sie stärker? Oh ja. Stoßschaden? Ja, nehmen wir. Ist gekauft. So. Und wieder umdrehen. Und nach oben rennen. Denn hier gibt es erstens noch ein paar Münzen, die wir jetzt wieder brauchen, nachdem wir eine Waffe gekauft haben. Und eine Kiste. Hier. Und zwar
Ein Gemälde von Kriegsmaschinen. Warum? Wegen dem Mixer, der die Lava mixt. Das mache ich zu Hause auch immer so. Ich mixe auch meine Lava mit einem Mixer. Wie heißen die Dinge? Rührgeräte. Ja, cool. Hier geht's zu, wenn wir näher sind. Ah, nee, doch nicht. Da drüben haben wir noch einen Rabbit. Mit dem Hintern über heiße Flächen hüpfen ist für die Rabbits eine Mutprobe. Vergleichbar mit dem Feuerlaufen im Pazifik. Okay. Wer es braucht, würde ich jetzt nicht bevorzugen, das zu machen. Ihr schreibt's gerne in die Kommentare. Kommt's hart auf hart. Ach, nö. Ja, doch, den besiegen wir. Okay, der nächste Kampf steht da. Besiege alle Gegner. Wir werden es schaffen. Okay. Ja, kämpfen. Wie viel mache ich? 90 mit dem Dash und mit einem schönen Sprung? 50, ja, du, nö. Dashen wir. Oh Gott, da stehen ja noch welche. Okay, Mario, du stellst dich dahin. Du musst nämlich gleich die Heldensicht aktivieren. Oh, das kann schwer werden. Dash! Aha! Aber wobei, wenn es gut läuft, dann haben wir ihn jetzt schon. 100 Schaden mit einem Dash! Doch, wir brauchen... Ja, wir brauchen auf jeden Fall die Heldensicht. Marius! Heldensicht. Wir schießen einmal auf den Truff. Rabbit Peach. Oh, jetzt wird es natürlich ein Crit. Und er ist weg. Zap, bumm. Okay, etwas schwerer. Kommt ihr da durch? Nein. Mario steht ja ganz schlecht. Aber wobei, wenn ich den auf Rabbit Yoshi lenke, würde das gar kein Problem sein. Es war wenig Schaden. Ich merk's schon. Ich bin heute schlecht. Er kommt durch. Er reicht mich aber nicht. Oh, er kriegt noch nicht von Mario. Nein! Aber er kriegt Honig. Yes! Ha! Mario kann noch schießen und nimmt ihn raus. Wow, zwei Grobianen in einer Runde. Über 1000 Schaden gemacht, Leute. 1040 Schaden. Fast die Qualität meiner Videos. 1080 Pixel und 60 FPS. Schafft das der noch? Alter, gar nichts hier. Ja, er wird auf jeden Fall safe auf Mario gehen. Das ist schon vorauszusehen, wenn er überhaupt läuft. Okay. Ja gut, wenn die jetzt alle da ihre Schurkensicht anmachen, dann... Dann ist das, glaube ich, nicht ganz so gut für uns, wenn ich das richtig sehe. Ich merke gerade, dass ich ein bisschen laut rede. Warum auch immer der bis in den roten Bereich geht. Bin ich zu nah? Ich bin wahrscheinlich, ja, ich bin ein bisschen zu nah. Ich mach mal so weiter weg. So, dafür den Bilder. Ja, hallo. Sind Sie Doktor? So, kannst du auch tragen? Ja. Ich würde ihn hier zu 100% treffen. Ah ja, mit dem Wurfbombengedöns. Ach komm, das ist doch nicht wahr. Dafür habe ich euch gedasht. Ich habe keinen Schutz mehr. Wir dashen dich. Dann macht Mario... I believe I can... Mario, willst du was von sterben?
I believe I can fliegen. Dafür haben wir jetzt ein schönes Weg da. Du musst dashen, Rabbit Peach, und du musst ganz schnell runter. Und ganz weit weg. Aber nicht zu weit, sodass du ihn noch triffst, das wäre gut. Denn du musst jetzt auf ihn schießen. Oder, Yoshi, Rabbit Yoshi, einer von beiden muss jetzt schießen. Ja. Doch, wir treffen ihn. Truff vor dem Körner! Bam! Yo, mit Abseits, ist er weg? Natürlich lebt er noch. Jetzt ist er natürlich. Ja, ey, das ist doch. Ach komm! Nein, wir müssen den treffen. Egal wie, wir müssen den treffen. Mit 32 Leben. Was ein Hans-Peter. Ach komm! Der überlebt das auch. Das ist eine schlechte Runde. Und den treffen wir erst gar nicht. Ja. Das ist eine richtig, richtig schlechte Runde. Und jetzt wird Mario komplett getötet gleich. Von unserem lieben Freund, dem Grobian. Leute, wenn die Welt am Abgrund steht, trinkt Spezi. Also, nicht, dass ich das jetzt schlecht fände oder so. Aber, jetzt kommt das Aber. Mario, was ist deine Mission? Und warum sind die Gegner so stark? Peach hatte noch mehr als halbes Leben, war direkt kaputt nach 5 Schüssen oder so. Ja. Ja, ich werde auf jeden Fall meine Wurfgranate einsetzen, klar. Aber, Werf den ab. Mach einen Crit, komm. Dann hat der nämlich keinen Sichtschutz. Hier. Lichtschutzfaktor 10 ist jetzt weg. Treffen wir den nämlich und machen ihn raus. Und flippen auch aus. Also wenigstens einer muss überleben, das Ganze. Da ist ein Hopp! Wo? Wir bleiben ruhig und gelassen. Alles ist wunderschön und gut. Wir freuen uns, dass das alles so toll läuft. Könntest du mal die ganze Zeit auf Yoshi zu schließen, bitte? Da! Du hast noch vergessen, mich kaputt zu haben. Ja, genau. Danke, dass du das für ihn bist. Ach, da sind die Röhren, mit denen man da hinkommt. Der kriegt jetzt erstmal hier eins aufs Dach. Und dann wird der weggehauen, als gäbe es keinen Morgen mehr hier. Bam. Also der muss instant tot sein, auch wenn ich jetzt den Hammer benutze und der Hammer dann für eine Runde weg ist. Der muss kaputt. So. Unser Yoshi kann dreimal dashen. Wo ist denn noch ein Gegner? Ach, der Hopser da oben. Ja, guck mal, den machen wir auch noch mit einem Dash weg hier. Ich muss den rausnehmen. Nein, ich werde keinen Freddy Jumpscare einbauen. Nicht nochmal.
Mach ich so nicht mit. Keine Produktplatzierung. Hä? Was ist jetzt mit dem los? Ach komm! Ich will wahrscheinlich. Ah, mein Licht ist weiter runtergerutscht. Ich sehe es gerade. Ich hab die Kamera bewegt. Wartet mal ganz kurz. Was ist? Was ist auf der Seite unten? Nein, warum? Seht ihr das auch? Ja, da unten links seht ihr das. Ach, komm! Können wir uns halt darum noch. Da rein. Und zu, und das Zuschneidepad. Nein, wir links etwas zu. Und rechts kommt es weg. Sind hier bloß für Klicks. Haben es dann geschafft. Und ich flipp aus. Ach was, hätte ich sowieso gemacht. Sag mal, das ist Lava, das trinkt man nicht. Aber von mir aus. Das war's mit dem Let's Play zu Mario & Rabbids Kingdom. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte lasst ein Like da und kommt nie wieder zurück. Danke, tschüss. Wir machen einen ruhigen Abschluss. So. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, hört auf Mr. Tschüssglocke. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Ciao.